Willkommen zurück zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Ja, ich nehme es jetzt hier zum zweiten Mal auf. Ja, hier ist es Race 07. Das ist eine Rennsimulation, die ihr euch mir gegönnt, weil ja bis zum 2. Dezember auf Steam Herbstangebot ist. War das relativ günstig, habe ich mir mit allen Erweiterungen gegönnt. Hier unten sieht man schon. Ich würde mal sagen, heute machen wir einfach mal zwei random Rennen. Ich zeige erst noch die ganzen Strecken. WTCC Saison von 2008. 2010er Saison kommt auch noch dazu, das lade ich mir jetzt gerade runter. Hier zwei davon 2007 und 2006. GTR Evo Erweiterung, Nordschleife, Nürburgring und Nürburgring GP. Hülkheim Strecke, STCC von 2008, STCC von 2010. Zwei amerikanische Strecken hier und hier noch drei Seiten extra Strecken. Ja, würde man sagen, heute machen wir eine Classic Tour, Hülkheim. Das ist hier wieder ein Fail, dass das hier nicht angezeigt wird. Das ist nämlich von Amerika-Erweiterung, also Race On Add-on, ist das irgendwie verbuggt. Okay, nehmen wir mal hier einen Retro-Wagen auf der Strecke, auf der Hillclimb-Strecke. Also ich würde mal sagen, wir gönnen uns den BMW hier. Weil das sieht doch schon ziemlich fresh aus und fährt sich auch am besten von den Autos hier in der Klasse. Weil wir hätten hier noch einen Opel, der geht auch nicht schlecht. Aber der ist wieder relativ schwer. Und dann haben wir hier noch hier eine alte Corvette. Die fährt sich aber relativ scheiße. Genauso wie dieser Camaro hier. Fährt auch ziemlich minderwertig. Deswegen nehmen wir den BMW. Das Teil hat 397 PS. Geht natürlich alles auf die Hinterachse, ist ja klar. Okay, hier haben wir gerade den Ladebildschirm. Also ich werde dann, wenn ich ein Let's Play mache, werde ich in der gesamte Saison durchspielen. Also ihr könnt entscheiden, was ich machen soll. Also ich werde das nochmal genauer erklären, jetzt nach dem Rennen werde ich das alles nochmal zeigen, was ihr auswählen könnt. Und von dem werde ich dann Rennen bringen. Ja. Ich habe dann auch noch ein anderes Spiel. Ein anderes Rennspiel. Das kann ich ja auch noch zeigen. Ich habe nur kurz getrunken. Tut mir leid. Okay. Dann hier gehen wir fahren. Oh, der hört sich nice an. Er ist nicht gut für Motor hier, aber... Ja, ich fahre mit Tastatur. Auf den höchsten Einstellungen. Oh, hier die Map, die schluckt ganz schön FPS mit der Wagen. Oh, hier sind wir schon angetatzt. Hier durch. Fahrhilfen habe ich nur die Stabilitätskontrolle an, ABS und ESP auf niedrig. Weil es ist tastaturfreundlicher, weil ohne Stabilitätskontrolle bei der Tastatur bei so leistungsstarken Wagen ist es doch ein bisschen minderwertig schwer. Jetzt wäre ich behindert, weil du flippst da richtig aus, weil du kannst den Wagen einfach nicht unter Kontrolle halten, ohne Stabilitätskontrolle mit der Tastatur. Oh, hier sind wir nochmal dagegen. Die Map FPS schluckt, die wird gleich eine andere Map nehmen. Ich weiß, was ich jetzt als nächstes nehme. Dann nehme ich den Pagani Zonda R. Also, das ist nicht mein stärkster Wagen, ich habe auch noch einen Königsegg, der hat 804 PS, der Königsegg, der Pagani hat nur 750. Also die Map, die kenne ich jetzt noch nicht so gut, die Hillclimb-Strecke hier. Da bin ich nur gestern mal kurz gefahren.
Oh, hier ohne ABS gesagt. Gerade in die Mauer weiter. Oh, hier schön raus, quer. Oh. Uiuiuiui, der Wagen hier. Ja, ist schon heftig. Also 397 PS haben wir treffen auf dem Kampfgewicht von einer Tonne hier. Ist schon mörderisch auf der engen Hügelheimstrecke hier. Das muss ja damals ein Monster gewesen sein, das Teil. Wie der auch hier aus den Kurven rauszieht hier. Boah. Richtig heftig, das Teil. Ja, durch die Kurve. Ja, schön raus, ja. Oh, nice. Ja, voll Gas voraus. Ist ja ein bisschen stören, weil die Map schluckt so viel FPS und dann kann man nicht mehr so gut fahren. Hier schon raus. Und hier haben wir schon geschafft. Ja, das war jetzt kein perfekter Lauf, aber gut. Ja, dann verlassen wir mal die Strecke und dann nehmen wir uns mal. Dann zeige ich euch mal, was ihr für Meisterschaften wählen könnt. Also. Ihr könnt wählen zwischen GT Club, GT Pro, GT Sport, STCC 2008, STCC 2010, WTCC 2007, WTCC 2008 und WTCC 2010. Ja, 2010 lade ich nämlich gerade runter, also habe ich ja vorher schon gesagt. Okay, hier, jetzt nehmen wir uns mal eine schöne Strecke. Können wir denn nehmen irgendwas, was ein bisschen Freiraum bietet oder irgendwas Schnelles. Das wäre schon was, die Road America hier. Jo, schauen wir noch kurz. Irgendwas, wo man richtig gut Freiraum hat. Nehmen wir die Road America, die ist gut. Hier, wie gesagt, das ist ein bisschen buggy. Hier werden noch ein paar Muscle Cars und so. Also hier. Hier, das ist mein stärkster Wagen, den ich zur Verfügung habe, der Königseck. Hier. Die ganzen Straßenwagen fahren sie aber relativ bescheiden. Hier der 807 PS. Also. Aber wir nehmen natürlich. GTP. Pagani natürlich. Den hier. Der geht nämlich richtig ab, ey. Machen wir das mal aus. Ich weiß nicht, was jetzt passiert. Okay, also hier sieht man schon viele Geraden und da kann halt der Pagani richtig Druck machen auf den Geraden. Da zieht er durch, als gäbe es keinen Morgen mehr. Und soundtechnisch ist der Wagen also unglaublich. Da geht er richtig nach vorne.
Darf ich jetzt auf die Strecke, bitte? Ah, okay, da sind jetzt noch KI-Fahrer auch auf der Strecke, wenn ein privater Test ausmacht. Müssen wir schauen, weil da haben wir ein bisschen Verkehr auf der Strecke. Und auf die Geraden ist der Pagani halt doch schneller als die meisten von den Auto, also von den Autos. Boah, hier am Anfang leckt's. Scheiß auf Tempolimit in der Boxengasse, juckt uns einfach nicht. Wir fahren hier raus. Der Wagen nach vorn marschiert, das ist unglaublich. Hier müssen wir aufs Lenkrad schauen, da ist der Drehzahlmesser innen drin. Hier auch die Bremsen sind bei dem richtig gut. Oh, hier ein bisschen zu früh angelenkt. Ich kenne zwar die Strecke, aber hier die Kurve ist gemein über die Kuppe raus. Da weiß man nicht so genau, wann man einlenken soll. Man weiß zwar, da ist eine Kurve, man weiß auch, wie die geht. Man weiß nicht, wann man einlenken soll. Das ist das Gefährliche an der Kurve. Hier die Pfosten mitgenommen. Richtig krass Vollgas. Oh ja, nicht zu lange auf dem Gras bleiben. Eieieiei. Ja, leckt's jetzt richtig. Ich fahre jetzt hier nur eine Runde. Ihr schreibt es da in die Kommentare, was ich machen soll. Oder ob ich was machen soll. Wenn nichts kommt, dann mache ich selber ein paar Rennen. Oder entscheide halt selber. Jetzt zerstören wir den Pagani nochmal richtig. Ja, 260. Schauen ist irreparabel, das Rennen ist aus, geil. Okay, sorry. Zurück zur Box. Ja, das war's dann auch jetzt. Ich werde jetzt noch einen Crash machen, okay? Also, es kommt ein kleiner Cut und dann seht ihr, wie ich da auf der langen Startgeraden voll reinfahre in die Mauer. Also, bis dann gleich und tschüss. Okay, jetzt willkommen zurück. Wie versprochen, kommt jetzt gleich der Crash. Ich muss nur noch kurz zur Startzielgeraden. Ich habe gerade gesehen, nach der Aufnahme, also die FPS in der Aufnahme sind um die 20. Und außer von der Aufnahme 40 bis 50. Anscheinend mag das Spiel nicht so, wenn es aufgenommen wird. Okay, jetzt kommen wir auf die Startzielgerade. Ich habe es gerade in der Pause eine perfekte Runde gefahren. Ich nehme jetzt auch noch gleich den Rennsonntag auf, ein neues Format. Aber der wird dann bei euch schon da sein, wenn das Video kommt. Okay, aber diesmal bremsen wir nicht. Da fahren wir geradeaus weiter. Lol. Nice. Wir rennen vorbei. Ja, ich hoffe, es hat gefallen. Wie gesagt, votet in den Kommentaren und bis dahin, haut rein.